Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, Gott des Lebens, Gott der Freude, des Friedens und der Liebe, all das ersehnen wir. All das hast du uns bereitet durch deinen Sohn im Heiligen Geist. Lass unsere Herzen offen sein für deine Gaben, für dein Wirken, für deine Gnade. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte Texte zur Sprache bringen, Texte der heiligen Edith Stein, Texte, die uns vielleicht schon bekannt sind, aber es ist sehr dienlich, einiges in Erinnerung zu bringen. Und entscheidend ist ja, dass sich in uns etwas entscheidet oder dass wir eine Entscheidung treffen. Und weiterhin ist entscheidend, dass wir uns nicht vieles merken, sondern Entscheidendes bemerken. Also, wie ist es in unserem konkreten persönlichen Leben? Und können wir die Gottesbeziehung vertiefen? Können wir durch unsere Wahl, durch unsere Entscheidung etwas vermehren, verbessern, verändern? Können wir heiler werden, lebendiger werden? Haben wir Einfluss auf unser Leben? Nun, ich zitiere Edith Stein: In einer Zeit, als sie 22 Jahre alt war, hat sie sich sehr selbstbewusst unter den Kolleginnen und Kollegen, unter den Studenten gegeben und erkennt im Nachhinein, dass das nicht die angemessene, die richtige, die beste Haltung ist. Ich zitiere: Zu Hause wagte mir kaum noch jemand etwas zu sagen. Meine Freundinnen hingen mit Liebe und Bewunderung an mir. So lebte ich in der naiven Selbsttäuschung, dass alles an mir recht sei. Wie es bei ungläubigen Menschen mit einem hochgespannten ethischen Idealismus häufig ist. Weil man für das Gute begeistert ist, glaubt man selbst gut zu sein. Ich hatte es auch immer als mein gutes Recht angesehen, auf alles Negative, was mir auffiel, auf Schwächen und Irrtümer, Fehler anderer Menschen schonungslos den Finger zu legen, oft in spottendem und ironischem Ton. Es gab Leute, die mich entzückend boshaft fanden. So sieht Edith Stein sich selbst im Rückblick, in einer Lebensphase, in der ihr alles gelungen ist. Sie kommt zu Abschnitten und zu Ereignissen, die sie herausfordern, ja überfordern. Und sie findet durch ihr Fragen und durch, wie wir es nennen, Gnade, zu einer persönlichen Gottesbeziehung, präziser zu einer Jesusbeziehung. Sie findet zum Heiligen Geist. Und das verändert ihr Leben, das verändert ihr Selbstbild, das bringt sie in das rechte
Verständnis in die rechte Haltung. Wiederum schreibt Edith Stein über sich selbst, rückblickend nach diesen seelischen Wurzelbehandlungen, die alles gesund machen, nicht abtöten, nach dieser Nullpunkterfahrung, wo sie die Grenze natürlicher Intellektualität oder natürlicher Begabung, natürlicher Kraft erkennt und sich plötzlich in Gott geborgen weiß. Nach solcher Erfahrung schreibt sie: Ich hatte meine Einstellung zu den Menschen und zu mir selbst völlig geändert. Es kam mir nicht mehr darauf an, Recht zu behalten und den Gegner unter allen Umständen unterzukriegen. Also Kräfte messen, vergleichen, war nicht mehr ihre Sache. Und wenn ich noch immer einen scharfen Blick für die Schwächen der Menschen hatte, sie blieb irgendwie Pädagogin, Lehrerin, Erzieherin. Und wenn ich noch immer einen scharfen Blick für die Schwächen der Menschen hatte, so benützte ich das nicht mehr, um sie an ihrer empfindlichen Stelle zu treffen, sondern um sie zu schonen. Auch die erzieherische Einstellung, die ich wohl immer noch hatte, hinderte mich nicht daran. Ich hatte es gelernt, dass man Menschen nur selten bessert, indem man ihnen die Wahrheit sagt. Das kann nur helfen, wenn sie selbst das ernste Verlangen haben, besser zu werden, und wenn sie einem das Recht zur Kritik einräumen. So ist ihre Sicht vom Leben, vom eigenen Leben und vom Leben anderer, eine neue geworden. Ein bisschen salopp formuliert, es hat sich für sie ein neuer eingemischt. Gott, wie sie ihn durch Jesus Christus kennengelernt hat. Und durch Jesus hat sie auch ein neues Verständnis von der jüdischen Religion, vom jüdischen Glauben bekommen, vom Glauben ihrer Eltern. Und, wie es ja sein muss, durch Jesus bekommen wir ein neues Gottesbild. In Jesus zeigt der Vater uns sein Gesicht. Und dann erlebt Edith Stein, dass der Geist, also die Gnade, sie spricht vom Geist des Lichts, es ist der Geist der Wahrheit, dass dieser Geist in ihr ganz Großes bewirkt. Und wie ich gern betone, der Geist Gottes bewirkt in uns das, was die Weisungen Gottes, die Gebote Gottes oder auch meine höchsten Ideale erwarten, fordern. Aber das Vermögen dazu, es zu verwirklichen, ist Gabe des Heiligen Geistes. So kann sie in einem Gedicht einmal schreiben: Herr, ist es möglich, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritt? Du hast's gesagt, und mir ward es zur Wirklichkeit. Des langen Lebens Last an Schuld und Leiden fiel von mir ab. Also Neugeburt, neue Schöpfung werden, neue Kreatur werden, ist eine angemessene Bezeichnung für dieses Neugewordensein. Aus dem Karmel schreibt sie, ihre Radikalität und ihre Konsequenz und ihre Einsicht führten sie dazu, dass sie nämlich sozusagen aufs Ganze ging, all ihre Zeit, all ihre Kraft einsetzen wollte für die Vertiefung der Gottesbeziehung. Da hat sie im Karmel
den Weg gesehen, der für sie der geeignetste schien, in der Gottesbeziehung Vertiefung möglich zu machen. Sie schreibt aus dem Karmel einem Neffen: Wenn kein anderer Mensch auf der Welt wäre, dessen Leben Zeugnis dafür ablegte, was lebendiger Glaube aus einem Menschen zu machen vermag, so würde doch ich mich dazu verpflichtet fühlen. Also wenn kein Mensch auf der Erde wäre, dessen Leben Zeugnis dafür ablegte, was lebendiger Glaube aus einem Menschen zu machen vermag, so würde doch ich mich dazu verpflichtet fühlen. Und Edith Stein legt Zeugnis dafür ab, nicht nur mit Worten, nicht nur mit Erklärungen, sondern sie legt es ab mit ihrem Leben selbst. Auf dem Weg nach Auschwitz begegnet ihr ein Beamter, der mit ihr ein kleines Gespräch führt, und dieser Beamte kann im Nachhinein über diese Begegnung sagen: Ein Gespräch mit ihr, das war wie eine Reise in eine andere Welt. In solchen Stunden existierte Westerbork nicht mehr. Den Weg dorthin, zu diesem Neuwerden, und Edith Stein spricht dann auch mit den bedeutendsten Worten über dieses Neuwerden, nämlich: Es gibt keine Alternative zur Heiligkeit. Dieses Neuwerden ist Thema, Folge, Konsequenz der Gottesbeziehung, die sich im Gebet konkretisiert, die sich im Gebet aktualisiert, die im Gebet höchste Wirklichkeit wird. Das gesamte Leben in einer Gebetshaltung gestaltet werden soll, folgt daraus. Edith Stein sagt: Wir sollen beten, nicht um Gott etwas mitzuteilen, sondern um bereitet zu werden für das, was Gott mitteilen will. Uns reinigen lassen von allem, was seiner Liebe im Weg steht. Also das Gebet hat nicht das Anliegen, Gott zu informieren über meine Befindlichkeit oder die Befindlichkeit der Mitmenschen. Das Gebet hat nicht das Anliegen, Gott zu motivieren, dass er doch was tun möge in meinem Leben, oder Gott irgendwie herbeizulocken, sich liebend zu zeigen, sodass er doch kommt. Sondern das Gebet hat, wie es Edith Stein für mich, für uns formuliert, das Gebet hat das große Anliegen, bereitet zu werden für das, was Gott mitteilen will, uns reinigen lassen von allem, was seiner Liebe im Wege steht. Das Gebet, sagt Edith Stein, ist die höchste Leistung, deren ein Menschengeist fähig ist.
Der Menschengeist kann beobachten, kann sich auf etwas oder jemand einlassen. Ich habe mich jahrelang auf die Autos, auf die Reparatur der Autos eingelassen. Ich habe mich eingelassen auf Menschen. Ich habe mich eingelassen auf Gott. Und das war wohl die folgenschwerste Tat meines Lebens. Und wenn ich sage, das Einlassen auf Gott ist eine Tat, dann weiß ich wohl, wovon ich spreche, weil eben es in jedem Menschen ein inneres Tun gibt. Und wie ich eingeleitet habe, wir haben innerlich eine Wahl zu treffen. Wir haben innerlich eine Entscheidung zu treffen. Wir haben innerlich einen Schritt zu machen. Und der betende Mensch ist einer, der sich in seinem Geist offen hält für den Geist Gottes, von dem Edith Stein sagt, es ist ein dienender Geist, der nicht etwas für sich will, sondern alles für seine Geschöpfe, für seine Menschenkinder will. Nochmals, der Mensch kann sich offen halten für etwas, für Dinge, für die Mitschöpfung, für den Menschen. Er kann sich offen halten für Beziehung, wissend, dass diese Beziehung nicht erst die Gottesbeziehung, sondern auch die zwischenmenschliche Beziehung, sie tut etwas mit uns. Ich darf in der Beziehung eintreten in die Welt des anderen, aber auch die Welt des anderen tritt in mich, in meine Welt. Und deshalb möchte ich sehr motivieren dazu, sich auf große Geister einzulassen, um den großen Geist, den Geist Gottes, wirken zu lassen, damit der Mensch, der sich manchmal klein vorkommt, um sich als Mensch da auch Größe geben zu lassen. Weil ja die Grundausstattung, die Grundbegabung zur Größe da ist. Die Heilige Schrift spricht davon, dass wir Ebenbild Gottes sind. Und das in dieser Welt auszuloten, auszuschöpfen, das erkennen zu wollen, müsste meines Erachtens das Streben von uns allen sein. Erkennen zu wollen, wozu bin ich geboren? Was hat sich mein Schöpfer gedacht? Und das, was sich mein Schöpfer gedacht hat, geht in den meisten Fällen über das, was sich Eltern denken, hinaus. Da hat Gott noch Größeres. Also das Beten als ein inneres Stellungnehmen zu dem, wer ich in den Augen Gottes bin, soweit ich mir es überhaupt sagen lasse, soweit ich ein Hörender geworden bin und Gott Einfluss gebe, eine Chance gebe, etwas mitzuteilen. Und deshalb ist ja das Beten zuerst und immer noch ein Hören. Ein Wahrnehmen wollen von dem, was ist Wirklichkeit. Und zwar Wirklichkeit größer als die Wirklichkeit dieser Welt. Edith Stein sagt, das Gebet ist die höchste Leistung, deren der Menschengeist fähig ist. Aber es ist nicht allein menschliche Leistung.
Und dann verwendet sie ein schönes Bild aus dem Ersten Testament, nämlich Jakob sieht im Traum eine Leiter, die von der Erde zum Himmel reicht und Engel Gottes steigen auf und ab. Kommunikation, Austausch zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch geschieht da. Sie sagt, das Gebet ist eine Jakobsleiter, auf der des Menschen Geist empor und Gottes Gnade zum Menschen herabsteigt. Also unsere Themen steigen zu Gott und die Gaben Gottes kommen zu uns Menschen. Und Edith Stein macht eine Andeutung und sagt, wenn es schon verschiedene Gebetsstufen gibt, und ich meine, die gibt es, nämlich wie weit ein Mensch seine Existenz aussetzt, einbringt, mitgestalten lässt von Gott, das ist Kriterium für höhere Gebetsstufe. Sie sagt, die Stufen des Gebets unterscheiden sich nach dem Maß des Anteils, den die natürlichen Kräfte der Seele und Gottes Gnade daran haben. Wo die Seele nicht mehr mit ihren Kräften tätig ist, sondern nur noch Gefäß, das die Gnade in sich empfängt, spricht man von mystischem Gebetsleben. Die Voranschreitenden bekommen Licht. Und das belichtet werden, das erleuchtet werden, ist nicht ein einzelnes Ereignis, sondern es geht darum, das Licht Gottes andauernd in sein Leben kommen zu lassen. Sein Wort andauernd ankommen zu lassen. Seinen Geist ständig zu erbitten, zu erflehen. Und wer nun Licht bekommt, bekommt ein neues Selbstbild, nämlich der wird mit Edith Stein gesprochen, ein Erleuchteter und nicht bloß ein Gelehrter, sondern ein Erleuchteter, der weiß, wer er in den Augen Gottes ist, nämlich mit meinen Worten gesagt, er konsumiert das Leben. Er nimmt das Leben an und auf. Es geschieht eine Art Lebenstransfusion, Geisttransfusion. Und Edith Stein würde es als mystisches Beten betrachten, kontemplatives Beten könnten wir auch sagen, wenn der Mensch seine eigenen natürlichen seelischen Aktivitäten zurücknimmt und, können wir sagen, eine Haltung hat, die ein aktives Passivsein ist. Wach, bewusst, sich dem Licht, dem Geist, der Gnade, der Wahrheit Gottes aussetzen und diese ganz große Wirklichkeit auf sich wirken zu lassen. Der Mensch oder die Seele sie nimmt entgegen. Sie lebt von Gott her. Sie lebt nicht in erster Linie für Gott, sondern sie lebt mit Gott. Sie lebt aus Gott. Aus einer Beziehung heraus leben. Das ist das Thema. Das ist belebende Beziehung. Und das braucht eben das Wachsein, das Lebendigsein des Menschen, der Seele. Edith Stein spricht auch als eine, die theologisch gut informiert ist. Sie hat große Persönlichkeiten
wie Thomas von Aquin, Kardinal Newman, gelesen, studiert, übersetzt. Sie sagt, das göttliche Leben, das sich in der gottliebenden Seele entfaltet, kann kein anderes sein als das Dreifaltige der Gottheit. Das göttliche Leben, das sich in der gottliebenden Seele entfaltet, kann kein anderes sein als das Dreifaltige der Gottheit. Also das Leben des Vaters, das Leben des Sohnes, das Leben des Heiligen Geistes. Der Gott des Lebens, der Dreieine in der Menschenseele. Sie sagt, es ist ja der Dreieinige, dem die Seele sich hingibt. Die Seele übergibt sich dem Vaterwillen Gottes, der gleichsam in ihr aufs Neue den Sohn erzeugt oder zeugt. Das heißt, den Sohn hervorbringt aus sich. Den Sohn im Menschen leben lässt. Die Seele eint sich mit dem Sohn und möchte in ihm verschwinden, das heißt in ihm geborgen sein, damit der Vater in ihr nichts mehr sehe als den Sohn. Also, wir möchten ja angeglichen werden an den Sohn. Wir möchten verwandelt werden in den Sohn. Also wir wollen vergöttlicht werden, sagt der heilige Johannes von Kreuz und viele Autoren vor ihm. Also es soll mein Leben im Leben des Sohnes geborgen sein, sodass ich Sohn, Tochter im Sohn Gottes bin. Also die Theologen sagen, dass der Sohn Gottes Gott ist von seinem Wesen her. Wir sind es aus Gnade im Sohn. Also unsere Gemeinschaft mit dem Sohn lässt uns die volle Gotteskindschaft verwirklichen. Und Edith Stein sagt, und das Leben der Seele eint sich dem Heiligen Geist, es wird zur göttlichen Liebesausgießung. Und sie, also wir können da daran denken, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Ströme lebendigen Wassers meint, da kommt Liebe, da kommt Leben, da kommt Geist, da kommt Weisheit, da kommt Freude, da kommt Belebendes. Und dann sagt Edith Stein, es ist deutlich, dass dieses Gottesbild im geschaffenen Geist durch die Gnaden- und glorienhafte Liebeseinigung unvergleichlich ist mit jedem bloß natürlichem Abbild. Bild ist dafür kaum noch der rechte Ausdruck. Es muss schon so verstanden werden, wie der Sohn Bild des Vaters ist. Handelt es sich doch um echte Gotteskindschaft. So schreibt Edith Stein in der Kreuzeswissenschaft. Das jüdische Verständnis ist, der Mensch ist Bild Gottes.
Wir haben Anteil daran. Das christliche Verständnis führt dazu, dass der Mensch sich als Kind Gottes erlebt. Und das bewirkt der Geist in uns, der in uns betet. Und wir können mitbeten mit ihm, wenn wir rufen, Abba, Vater. Also das ist dieses Geborenwerden aus Gott, das uns in der Gemeinschaft mit Jesus im Heiligen Geist möglich ist. Und dann dürfen wir uns als Kinder und Erben Gottes erleben. Und ich sage manchmal ein bisschen humorvoll dazu, Erben heißt ein leistungsunabhängiges Einkommen haben. Das ist allen Menschen bei Gott zugedacht. Ein leistungsunabhängiges Einkommen haben. Das heißt Erben. Der Apostel Paulus betont, dass wir alle mit Christus Erben sind. Dankeschön.